Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dabei bist. Oder wenn du über dieses Video ganz neu hierher gefunden hast, dann begrüße ich dich ganz herzlich hier auf meinem Kanal und hoffe, du fühlst dich hier wohl und kannst wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Heute gibt es wieder ein Berufsauswahl-Orakel. Wir schauen, was ist jetzt wichtig für dich im beruflichen Bereich für die kommenden Tage. Und dafür kannst du dir hier sehr gerne einen der drei Stapel aussuchen. Du kannst natürlich auch gerne in zwei oder drei Stapel reinschauen, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Nimm wie immer das mit, wo du das Gefühl hast, das sind deine Botschaften, das solltest du jetzt hören und alles andere darf weiterfließen. Als Auswahl habe ich heute den Malachit, den Blaufluss und einen Schneequarz. Schau, wo es dich hinzieht. Wenn du noch einen Moment überlegen möchtest, drück gerne auf Stopp. Ansonsten fange ich jetzt mit Stapel 1 an. Hallo an dich, wenn du Stapel 1 gewählt hast und wir schauen mal, welche Botschaften für dich jetzt im Bereich Beruf, Berufung wichtig sind. Und als erstes schaue ich hier ins Tarot auf dein aktuelles Thema. Und da haben wir den Ritter der Münzen. Und damit geht es um Standhaftigkeit. Es geht darum, dass du hier schon ganz viele Samen gesetzt hast und hier schon ganz viel aus der Erde kommt und heranreift. Und es jetzt darum geht, die jungen Pflänzchen zu hegen und zu pflegen und auch zu beschützen und eben zu tun, was getan werden muss. Du sitzt hier fest im Sattel. Und du, ja, du wirst nicht aufgeben. Also du tust auch gut daran, jetzt immer weiterzumachen, geduldig zu sein. Es dauert natürlich, bis all diese Pflänzchen heranreifen. Aber du wirst, auch wenn es manchmal anstrengend und herausfordernd ist und vielleicht du auch einen langen Atem brauchen wirst, wirst du eben das Nötige tun. Also du hast hier auch gute Aussichten auf Erfolg mit dem, was du hier schon angefangen hast. Dann schaue ich hier mal auf ein Schattenthema, was dich gerade zurückhält. Und da gibt es noch alte Verletzungen. Also damit du im beruflichen Bereich wirklich vorankommst, damit du wirklich erfolgreich werden kannst, ne, damit hier aus deinen kleinen Pflänzchen was Großes werden kann, darfst du dich hier nochmal mit alten Verletzungen auseinandersetzen. Ne? Da gibt es noch in dir ein verletztes inneres Kind, was vielleicht Angst hat vor dem Erfolg oder was Angst hat, sich zu zeigen oder was Angst hat, mit seinen Talenten rauszugehen oder hier wirklich mit anderen Menschen zu interagieren oder eben diesem Weg zu folgen und da wirklich was draus zu machen, ne? Aber vor allen Dingen sich zu zeigen, mit dem, wie du wirklich bist oder was du kannst. Und das gilt es noch anzuschauen, damit das geheilt werden kann. Ne? Also vielleicht gibt es ja auch öfters mal Momente im Bereich Beruf, Berufung für dich, wo du getriggert wirst, ne? Wo irgendwas Altes hochkommt, wo du dich verletzt fühlst, nicht gesehen fühlst, wo eben Schmerz, Traurigkeit, Wut, was auch immer hochkommt. Und da darfst du wissen, dass das gar nicht so viel mit der aktuellen Situation zu tun hat, sondern dass das noch was Altes ist aus der Kindheit oder aus der Vergangenheit auf jeden Fall, was da einfach immer wieder angetriggert wird, ne? Und je mehr du dir das bewusst machst, dass das eben nichts aus dem Heute ist, sondern irgendwas Altes, was nochmal an die Oberfläche kommt, damit du dir das nochmal anschaust und damit es dann gehen darf, damit es dich halt nicht mehr weiter daran hindert, hier weiterzugehen und größer zu werden und zu wachsen und ganz in deine Kraft und dein Potenzial zu kommen. Das ist ganz wichtig. Dann bekommst du hier noch einen Lichtimpuls und das ist in deinem Tempo. Also all das passiert in deinem Tempo. Also lass dir Zeit, ne? Auch der Ritter der Münzen oder der Ritter der Scheiben hier ist ein Symbol für Geduld. Es geht alles nicht von heute auf morgen. Das ist hier immer schön, das Symbol. Wenn du jetzt an den Pflanzen ziehst, erreichst du gar nichts. Also im schlimmsten Fall ziehst du sie komplett raus oder zerstörst die Wurzel, dann wächst da gar nichts mehr. Sondern hier gilt es wirklich abzuwarten, bis sich die Dinge wirklich in ihrem eigenen, in deinem Tempo eben entwickeln und das alles heranreift. Und es ist ja im Machen, es ist im Entstehen, es ist im Wachsen. Ne, und du bist hier dran an deinen Themen und dir werden Sachen bewusst und du bekommst deine Erkenntnisse und da geschieht Heilung. Aber es braucht einfach auch Geduld und wisse,
dass du alle Zeit der Welt hast. Also auch wenn du denkst, ah, ich will, dass das alles schneller geht, das geht mir alles zu langsam, ich habe das Gefühl, ich komme nicht voran, das wächst hier alles nicht. Es kommt zur richtigen Zeit, ne? Alles hat sein Tempo und du wirst ankommen an deinem Ziel, ne? Solange du nicht aufgibst. Dann kommt die Freude. Verlier die Freude nicht aus den Augen. Also es ist ganz wichtig, dass du immer dem Herzen, ne, der Freude in dir folgst, dass du das tust wirklich, was dir Spaß macht, beziehungsweise dass du die Dinge von Herzen und mit Freude machst. Und sobald du merkst, du kannst die Dinge gar nicht mit Freude machen, weil irgendwie es macht dir gar keinen Spaß oder es entspricht dir gar nicht, dann suche neue Wege, ne? Versuche deinen eigenen Weg auch zu finden, die Dinge zu tun, die du gerne machen möchtest, sodass sie dir Spaß machen. Weil wenn du irgendwas tust, weil jemand sagt, so macht man das halt oder du solltest das so und so machen, aber du merkst, das ist eigentlich nicht deins und das ist nicht so, wie du es gerne machen würdest oder wie es dir Spaß macht. Es ist einfach dann anstrengend für dich oder es stresst dich oder es hindert dich und hält dich zurück. So, also wenn du das merkst, dann ist es für dich auch nicht der richtige Weg, sondern tu die Dinge wirklich so, dass sie dir Freude machen, weil nur so kannst du letztendlich auch wirklich in den Erfolg kommen und ja auch dranbleiben. Ne, weil wenn du dich immer zwingst, irgendetwas auf eine bestimmte Weise zu tun, ja, dann macht es einfach auch keinen Spaß und dann verlierst du die Motivation und dann fällt es dir schwer, dran zu bleiben und weiterzugehen. Und darum, ja, wirklich folge dem, was sich für dich wirklich gut anfühlt und was dir Spaß macht. Setz die Dinge so um, dass es für dich gut ist und passend. Und hier kommt das Solarplexus-Chakra. Ich bin optimistisch. Ich vertraue darauf, dass ich alles erreichen kann. Genau, und das kündigt auch dieser Ritter der Scheiben an, ne? Also da sind positive Aussichten. So, das wächst, das gedeiht. Wie gesagt, es braucht Geduld, aber du darfst optimistisch sein, dass sich das in der Zukunft hier alles solide und zuverlässig entwickeln wird, ne? Langsam, aber beständig sozusagen. Und du darfst wirklich auf dich vertrauen, auf deine Fähigkeiten, auf deine Talente, auf deine Kraft, deine Stärke, dein Potenzial eben, dass du alles erreichen kannst, was du gerne möchtest, dass du früher oder später ankommen wirst. Und du darfst dir erlauben, dich zu entfalten. Ja, da möchte noch was raus, ne? Da ist noch Potenzial, da ist noch etwas, was du selbst noch gar nicht entdeckt hast. Was sich eben entfalten möchte. Und auch da, das mit der Freude, die Dinge auf deine eigene Art und Weise zu tun. Ne? Wenn du dir das erlaubst, es wirklich so zu machen, wie es für dich sich am besten anfühlt und wie es dir Spaß macht, entsteht auch wieder was ganz Neues. Und das wird wieder die Menschen eben zu dir führen. Das wird die richtigen Menschen zu dir bringen, die dann auch sagen werden, oh, das ist genau das, was ich brauche oder damit gehe ich total in Resonanz. Das finde ich richtig gut, wie du das machst. Sowas gibt es ja auch irgendwie noch gar nicht und so. Und darum ja, erlaube dir wirklich, deine Einzigartigkeit auch rauszulassen und die Dinge wirklich so zu tun, wie du sie gerne tun möchtest, ne? Und vertraue darauf, dass genau das auch so richtig ist und auch so gebraucht wird. Und dann schauen wir noch hier. Da bekommst du schon mal den Joker himmlische Unterstützung. Es geht für dich um Kommunikation und es gibt hier aber eben auch Blockaden, ne? Was sicherlich in den alten Verletzungen sich da auch widerspiegelt. Aber du darfst hier darauf vertrauen, dass du himmlische Unterstützung hast, also auch die geistige Welt, ne? Dein höheres Selbst, so unterstützen dich hier, damit deine Pflanzen heranwachsen, damit da was draus werden kann, damit sich das gut entwickelt, sich gut entfaltet. Also du hast Unterstützung von oben. Worum es bei dir in deiner Arbeit auch vor allen Dingen geht, ist Kommunikation. Also Kommunikation, das A und O, wie du die Dinge ja formulierst, kommunizierst, ja. Oder sagt man das so? Ja, ich glaube schon. Genau, darauf kommt es wirklich an, denn mit deiner Kommunikation, mit dem, was du sagst, in welche Worte du wählst, gibst du ja auch deine Energie eben nach draußen. Ne? Und darum ist es wichtig, dass du die Dinge so tust, dass sie dir Freude machen. Denn wenn du Spaß hast, dann merkt man das auch an deiner Kommunikation. Wenn du ehrlich und authentisch bist,
wenn du wirklich aus dir selbst heraus sprichst und die Dinge so tust, dass sie für dich authentisch und echt sind, so, dann kannst du auch die richtigen Menschen anziehen und dann kannst du was Authentisches, was Echtes eben aufbauen, ne? Also wenn du auch in der Kommunikation vielleicht etwas tust, wo dir jemand sagt, so ja, du musst, ne, sagen wir mal, wenn es jetzt darum geht, Werbung oder Marketing zu betreiben und du hörst dann auf jemanden, der dir sagt, ja, das muss man so und so machen und, ne, und du merkst aber, das entspricht dir nicht, das bist nicht du. Wenn du dann versuchst, in eine fremde Rolle zu schlüpfen, werden die Menschen das eben merken. Und dann werden sie dir das spiegeln und du wirst nicht das erreichen, was du eigentlich erreichen möchtest. Also achte wirklich darauf, dass auch deine Kommunikation nach außen zu dir passt und authentisch ist. Genau. Und dann, ja, gibt es hier eben noch Blockaden, ne, die da im Weg stehen und die du noch umschiffen darfst oder irgendwie drüber hinwegkommen darfst. Das ist ja einfach das, was Geduld noch erfordert, wo du dir Zeit lassen darfst, wo du dich nochmal immer wieder mit den Themen eben beschäftigen darfst, die da hochkommen und die da angetriggert werden. Und bei all dem lass dir wirklich Zeit, ne? Nimm, sei geduldig, sei gut zu dir, sei sanft, stress dich nicht, mach dir keinen Druck, sondern wisse, dass wirklich alles zur richtigen Zeit kommen wird und dass du deinen Weg schon gehen und finden wirst, dass du auch schon mitten drauf bist auf dem richtigen Weg, der dich zu deinem Ziel führen wird. Ja. Somit sind das deine Botschaften hier heute. Das ist wichtig für dich zu wissen, jetzt gerade im beruflichen Bereich. Wenn es dir geholfen hat, wenn es dich unterstützt hat, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Schenk mir gerne ein Like für dieses Video und lass mir natürlich gerne ein Abo da, falls du schon mal öfter reingeschaut hast und dich hier gut aufgehoben fühlst. Das hilft mir natürlich, dass der Kanal noch weiter wachsen kann und noch mehr Leuten zugänglich gemacht wird. Teil das Video auch gerne, wenn du das Gefühl hast, du kennst jemanden, der davon auch profitieren könnte oder hier von diesem Kanal, ne, dann immer auch gerne teilen und besuch mich gerne auf meiner Webseite, wenn du vielleicht Interesse an meinen Kartendecks hast, die ich hier verwende, wenn du vielleicht ein persönliches Reading buchen möchtest, eine 1:1 Live-Begleitung mit den Tarotkarten, da können wir gerne auch nochmal auf deine persönliche Situation schauen. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn ich dich in einem der nächsten Videos auch wieder hier begrüßen darf und wir uns hier wiedersehen. Und dann wünsche ich dir bis dahin eine schöne Zeit, ganz viel Glück, Erfolg und Spaß bei allem, was du tust. Und ich mache jetzt weiter mit Stapel 2. Hallo an dich, wenn du Stapel 2 gewählt hast und wir schauen mal auf die Botschaften, die jetzt wichtig für dich sind. Und als erstes gucke ich ins Tarot auf dein aktuelles Thema. Und da kommt die Königin der Scheiben. Und in Stapel 1 hatten wir schon den Ritter der Scheiben. Und die Königin der Scheiben, ja, zeigt dir zum einen, dass du eine Königin bist. Also eine Königin kreiert ja das in ihrem Leben, was sie gerne möchte. Die Königin der Scheiben steht vor allen Dingen für Fruchtbarkeit, also wirklich dafür, dass das, was du anfängst, deine Projekte vielleicht, wenn du jetzt was startest oder schon an etwas dran bist, dass das einen fruchtbaren Boden hat und dass das gedeihen wird. Also auch wenn es noch nicht so läuft, wie du es gerne hättest und du noch längst nicht am Ziel zu sein scheinst, kannst du mit dieser Karte darauf vertrauen, dass sich das in eine gute Richtung entwickeln wird und dass du hier schon einen richtigen Riecher hast für deinen Weg. Als Königin bist du auch jemand, der eben dafür da ist, sich um andere zu kümmern, ne? Um die Untertanen sozusagen, also quasi die, für die du zuständig bist, dass du denen hilfst und dass du für sie da bist. Also vielleicht bist du jemand, dessen Aufgabe eben auch darin besteht, für andere etwas Gutes zu tun und andere zu unterstützen, andere zu schützen und ja, auch dafür zu sorgen, dass andere Menschen eben auch ein gutes Leben leben können, ne? Heilung finden oder so etwas. Auf jeden Fall hier gute Aussichten, wie gesagt, ein fruchtbarer Boden, der hier für dich schon bereitsteht. Ja, dann als Schattenthema kommt die Fremdbestimmung, was etwas sein kann, was dich hier noch zurückhält, wirklich ja ganz und gar deinen Weg zu gehen oder hier auch erfolgreich zu werden. Das heißt, da gibt es noch Gedankenmuster, Glaubenssätze, die nicht deiner eigenen sind, die nicht aus deinem eigenen Ursprung kommen. Ne? Also es kann hier sein aus der Familie, aus der Ahnenlinie, aber auch noch aus der Schulzeit oder aus den Medien, aus dem Freundeskreis vielleicht auch, dass da
dass du Gedanken übernommen hast, Dinge, die du über dich selber denkst oder über deinen Weg zum Erfolg oder deine berufliche Situation, wie das zu sein hat oder was du kannst und was nicht, was möglich ist und was nicht, dass da noch Dinge von fremden Menschen, von fremden Energien in dir sind und wirken. Also da darfst du mal schauen, wirklich, ob das, was du denkst, wirklich deine eigenen Gedanken sind oder ob da nicht eben eine Fremdbestimmung wirkt. Ne? Und wenn da irgendwas in dir ist, was halt denkt, du kannst etwas nicht oder etwas ist nicht möglich, dann sind das Limitierungen, die eben nur eine Illusion sind. Ne? Also grundsätzlich ist immer alles möglich. Es gibt da keine Grenzen. Und da darfst du schauen, ob du vielleicht aus der Familie irgendwas übernommen hast, ne? Ob man dir vielleicht als Kind oft gesagt hat, irgendwas würde nicht gehen oder der beste Weg in ein erfolgreiches Leben sieht so und so aus. Man muss Karriere machen, man muss hart arbeiten, Geld verdienen ist schwer, ne? Oder du bist zu klein, um irgendetwas zu schaffen oder was auch immer. Also da sind Dinge, die in dir wirken und die sind aber gar nicht von dir. Also du brauchst das nicht glauben. Das ist eine Limitierung von anderen Menschen, die du übernommen hast. Und das hält dich aber eben zurück, wirklich ganz in deins reinzukommen. Also das beobachte mal und ja, fang an, dir selbst zu sagen, ich muss nicht alles glauben, was ich denke. Ne? Ich muss nicht jeden Gedanken, der da durch meinen Kopf geht, als wahr bestätigen, sondern ich kann hinterfragen, will ich das glauben oder möchte ich was Neues glauben? Das ist deine Entscheidung. Und hier kommen wieder die Träume und Visionen. Und du hast Träume, ne? Du hast große Träume, Wünsche, Visionen und gerade auch hier als Königin der Scheiben, ne? Die ja, wie ich sagte, dafür da ist, eben auch für andere ein Fels in der Brandung zu sein und sie zu schützen, ihnen was Gutes zu tun, ihnen zu helfen. Hast du vielleicht auch große Visionen, eben etwas für die Menschheit zu tun und hier positiv eben zu wirken? Und an diesen Träumen und Visionen darfst du auf jeden Fall festhalten. Sie sind möglich für dich, wahr zu werden. Und wenn du diese Träume hast, sind sie ja nicht umsonst da, sondern die Träume, die in deinem Herzen wohnen, die sind auch da, damit du sie verwirklichen möchtest, damit du den Wunsch danach spürst, danach zu streben, das Wirklichkeit werden zu lassen. Denn das ist genau deine Aufgabe, warum du hierher gekommen bist, diese Träume in die Realität zu bringen. Und wenn da Menschen sind, die dir das ausreden wollen oder die sagen, dass sowas nicht geht oder dass das keine gute Idee ist oder so, denk dran, das ist nicht deins, sondern das kommt von woanders. Das sind fremde, limitierte Gedanken, die du nicht glauben musst. Das ist ganz wichtig für dich. Und hier kommt das Gleichgewicht. Es ist wichtig für dich, dass du ein Gleichgewicht, eine Balance anstrebst und findest, ne? Also wenn du merkst, dass du von irgendwas zu viel oder zu wenig machst oder gemacht hast in der letzten Zeit, dass du hier wieder ein Gleichgewicht herstellst, ne? Auch gerade jetzt, wenn wir beim Arbeiten sind, bei der Arbeit, wenn du zu viel Zeit mit der Arbeit oder mit der Planung oder ne, mit deinem Business, wie auch immer, beschäftigt bist, dass du da auch immer wieder für ein Gegengewicht sorgst, indem du Pause machst, indem du einfach mal nichts tust, indem du einfach nur mal träumst oder ein Schläfchen machst oder ein Buch liest, was nichts mit Arbeit zu tun hat, einfach nur etwas Schönes für dich tust. Ne, wenn du merkst, du hast dich zu viel bewegt, du hattest zu viel Stress, dass du da immer für einen Ausgleich sorgst. Also achte darauf, dass du in deiner inneren Mitte bist und finde etwas, was dich in eine innere Harmonie bringt, ne? Und sei das ein kurzer Moment mit einer Tasse Tee oder eben Yoga am Morgen oder am Abend, Tagebuch schreiben, Balanceübungen, schwimmen gehen, was auch immer dir gut tut, ne? Eine Stunde im Wald verbringen. Also sorg dafür, dass du immer wieder dein seelisches und körperliches Gleichgewicht findest, damit du hier deinen Weg wirklich fortsetzen kannst. Und wenn du in deiner Mitte bist, wenn du wirklich bei dir bist, wenn du ausgeglichen, gelassen bist, fällt es dir auch wieder leichter, Fremdbestimmung zu erkennen und zu erkennen,
wo irgendwas von außen auf dich einwirkt und dich wieder aus dem Gleichgewicht bringen möchte. Genau. Dann bekommst du das Halschakra. Ich bin frei. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen unabhängig und selbstbestimmt. Ja, was ja zur Fremdbestimmung passt, ne? Dass du hier wirklich dir hinter die Ohren schreibst, dass du deine eigenen Entscheidungen triffst. Du bist unabhängig, du bist selbstbestimmt. Das ist auch etwas, was du brauchst, wonach du strebst. So, ne? Freiheit, das Gefühl, wirklich deinen ganz eigenen Weg zu gehen, ohne dass dir da irgendwer reinredet, dir was ausredet, dir irgendwie was erzählen möchte, was für dich gar nicht stimmt. Mach dir immer wieder klar, dass in deinem Leben nur ein Mensch Entscheidungen zu treffen hat und weiß, was das Richtige für dich ist, und das bist du. Ne? Und jeder, der da irgendwie von außen reinreden möchte, ne, das ist dann immer von dem seine Gedanken, das sind dem seine Glaubenssätze oder Grenzen und Limitierungen. Das hat nichts mit dir zu tun. Du allein triffst die Entscheidungen für dich und niemand sonst. Du musst auch niemandem Rechenschaft ablegen. Du musst nichts beweisen, sondern es geht nur darum, dass du glücklich bist, dass du deinen Träumen folgst, dass du deine Vision verwirklichst und dafür die Schritte einleitest, die dafür nötig sind. Und das muss niemand verstehen und du brauchst es auch nicht erklären. Das Allerwichtigste ist, dass du weißt, warum du die Dinge tust und was du vorhast und wo du hin möchtest. Und alles andere ist nicht so wichtig. Und es gibt keinen Grund zur Panik. Also wenn es gerade irgendwie anstrengend ist, herausfordernd, wenn du Angst hast vor der Zukunft, wenn du etwas tun möchtest und traust dich nicht, dich zu zeigen oder den ersten Schritt zu machen, wenn du vor einer mutigen Entscheidung stehst, die dir wirklich Angst macht. Es gibt keinen Grund zur Panik, es ist alles gut. Also auch das darfst du dir wirklich merken. Das ist eine wichtige Botschaft hier heute für dich. Es ist alles in Ordnung und es besteht kein Grund, Panik zu haben. Du darfst im Vertrauen sein. Und dann geht es hier für dich um dein Zuhause. Hoffnung und Sehnsucht, und es gibt gute Voraussetzungen, ja, wie es ja auch die Königin der Scheiben eben schon anzeigt, passend hier mit dem kleinen Garten, ne, das hier auch wieder das Symbol einfach dafür, dass der Boden, auf dem du hier deine Dinge vorbereitest, ne, dass du die Schritte, die du schon einleitest, um diese Träume zu verwirklichen, dass das ein Weg ist, der sich eben auszahlen wird für dich. Das steht unter einem guten Stern und du hast die allerbesten Voraussetzungen, erfolgreich zu werden und dein Ziel zu erreichen. Wichtig ist, dass du dich wohlfühlst, dass du eben auch authentisch bist, dass du nichts tust, was andere dir sagen auch, womit du dich gar nicht wohlfühlst, sondern dass du auch in deiner Wohlfühlzone bleib, so nicht in deiner Komfortzone sozusagen, sondern ne, du darfst schon auch mutige Entscheidungen treffen, die dir auch mal so ein Stück weit Angst machen und die dich eben zwingen, über deinen Schatten zu springen. Es geht aber schon für dich darum, dass du dich bei allem wohlfühlst, also dass du nichts tust, womit du dich eben, also in dem Sinne unwohl fühlst, dass du gegen deine Werte oder gegen deine Wahrheit oder gegen das, wer du bist, kämpfen musst oder das zurückhalten musst oder so, sondern ne, du darfst wirklich alles auf die Art und Weise machen, dass du dich damit wohlfühlst. Genau. Und ja, du darfst dann eben nach deinen Hoffnungen gehen, ne? Also du darfst deinen Hoffnungen folgen, deiner Sehnsucht folgen, so die Sehnsucht, die in deinem Herzen ist, in Bezug auf deine Träume, deine Vision, so. Dem darfst du folgen, daran darfst du festhalten und du darfst daran glauben, dass es eben wirklich möglich ist, das zu erreichen. Also hier liegen die besten Zukunftsaussichten für dich. Ne? Es ist einfach nur, du brauchst keine Angst haben, es gibt keinen Grund zur Panik. Lass dich nicht vom Außen beeinflussen, ne? Bleib wirklich dir selbst treu, triff die Entscheidungen wirklich nur für dich. Egal, was andere dafür sagen, du hast dein Ziel, du hast deinen Traum. Und dafür darfst du losgehen, ne? Und du wirst dabei unterstützt werden. Die Voraussetzungen sind sehr, sehr gut, dass du hier Erfolg haben kannst. Ja, somit sind das die Botschaften heute, die für dich jetzt für die nächsten Tage wichtig sind. Ich hoffe, es unterstützt dich. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Schenk mir gerne ein Like für das Video und lass mir gerne ein Abo da, falls du noch kein Abonnent bist, aber hier schon mal öfter reingeschaut hast. Das hilft mir
dass der Kanal weiter wachsen kann und hier das noch mehr Menschen zugänglich gemacht wird. Und teile das Video gerne, wenn du das Gefühl hast, das könnte auch noch anderen Menschen aus deinem Umfeld nützlich sein. Da würde ich mich auch sehr freuen. Und ja, schau gerne auf meiner Webseite vorbei, stöber in meinen Angeboten. Vielleicht ist da gerade was Passendes für dich dabei. Und ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du in eines der nächsten Videos auch wieder reinschaltest und wir uns hier wieder treffen. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, ganz viel Glück, Erfolg und Spaß bei allem, was du tust. Und ich mache jetzt weiter mit Stapel 3. Hallo an dich, wenn du Stapel 3 gewählt hast und wir schauen mal, was jetzt für dich wichtig ist und ich gucke zuerst auf dein aktuelles Thema. Und da haben wir die 5 Kelche und das ist eine Karte, die anzeigt, dass bei dir gerade irgendetwas kaputt gegangen ist, verloren gegangen ist, also dass es hier einen Verlust oder eine Niederlage zu beklagen gibt sozusagen. Also irgendwas hat nicht funktioniert oder ist dir entrissen worden oder entwichen, hast du verloren. Ne, vielleicht hattest du Pläne, Ziele, die eben sich zerschlagen haben und jetzt treiben deine Wünsche sozusagen von dir weg, hast du jedenfalls das Gefühl. Also hier geht es darum, dass man auf das Unglück guckt, auf das, was verloren gegangen ist und gar nicht sieht, dass ja noch nicht alles verloren ist und dass hier ja schon wieder was Neues blüht und dass, ne, dass hier auch schon wieder ein Neuanfang möglich ist. Und somit geht es hier darum, das, was jetzt gerade verloren gegangen ist oder nicht geklappt hat, kaputt gegangen ist, das loszulassen und den Kopf zu heben und sich umzudrehen und zu sehen, okay, da geht es ja noch weiter. Ich habe ja nicht alles verloren, sondern ja gut, das hat jetzt halt nicht geklappt. Aber hier gibt es ja noch mehr Möglichkeiten für mich und dann sollte das hier auch nicht sein. Ne? Dann war das nicht für dich bestimmt, das, was hier gerade davontreibt oder was kaputt gegangen ist. Ne? Also es geht für dich darum, hier das loszulassen und weiter nach vorne zu schauen und weiterzumachen. Also sich jetzt nicht zu lange damit aufzuhalten, dass jetzt irgendwas nicht geklappt hat, sondern gleich am besten Fall, also so schnell wie möglich weiterzuschauen, okay, was kann ich jetzt stattdessen tun? Wie geht es für mich jetzt weiter? Und da gibt es definitiv Möglichkeiten. Hier kommt das Vergleichen auch als ein Schattenthema, was dich hier auch im Moment auf beruflicher Ebene zurückhält oder blockiert. Ne? Also wenn du oft dich erwischt, dass du dich mit anderen vergleichst, dass du auf andere schaust, ne? Und dann das Gefühl hast, du schneidest irgendwie schlechter ab oder du merkst, du bist neidisch oder missgünstig oder du hast das Gefühl, selber halt nicht gut genug zu sein, nicht so gut zu sein wie die anderen oder eben schlechter abzuschneiden, dann hör sofort auf damit, das bringt nämlich nichts. Ne? Ich meine, klar, es ist so verlockend und irgendwie ja, dieses ganze Social Media verleitet dazu, sich eben zu vergleichen. Ne? Wir haben das alles so schwarz auf weiß. Man kann mit so vielen Menschen eben online interagieren und man sieht so viele und kann dann gucken, okay, ne, wo stehen die gerade, was machen die so. Aber man sieht ja nie alles, sondern immer nur so ein ganz kleines Puzzleteil und mit diesem vergleicht man sich dann. Aber man sieht ja gar nicht den ganzen Rest, der so sonst noch dahinter steckt und wie das Leben von den Menschen sonst so aussieht oder auch, was vorher alles passiert ist, bevor die da angekommen sind, wo die jetzt gerade sind. Und wir wissen also nichts, wir sehen nur diesen kleinen Ausschnitt und gucken das an und denken, oh, ich bin nicht so gut oder da bin ich ja noch längst nicht und da schneide ich ja schlecht ab und naja, ne? So, und das bringt halt nichts, sondern wenn du dich unbedingt vergleichen möchtest, dann immer nur mit dir und einer früheren Version von dir, ne? Also, dass du schaust, wo standest du letztes Jahr, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren und wie hast du dich seitdem weiterentwickelt, was hat sich bei dir verändert? Und wenn du dann erkennen kannst, ne, du bist weitergekommen, du hast dich ganz, ganz stark verändert, du hast ganz neue Entscheidungen getroffen, du bist auf einem ganz, ganz neuen Weg, du bist schon über dich hinausgewachsen, hast dich weiterentwickelt, so dann kannst du stolz auf dich sein. Aber wenn du eben auf andere schaust, siehst du ja nie das ganze Bild und das bringt einfach gar nichts, dich zu vergleichen, weil andere Menschen haben einen ganz anderen Weg gehabt und auch noch vor sich. Die haben ganz andere Aufgaben, ne, die die Seele vielleicht mitgebracht hat, die sie hier erfahren möchte. Und ja,
Das ist wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen oder ne, oder hier die Radieschen eben. Welche Radieschen ist jetzt besser, die kleinere oder die große? Das bringt halt einfach gar nichts, ne? Sondern alles hat seine Berechtigung und jeder ist auf seinem Weg, jeder macht eben seine Erfahrungen und vergleich dich daher besser nicht mit anderen. Also es wird ja auch immer welche geben, die sind schon gefühlt weiter oder die sind besser oder erfolgreicher oder beliebter. Aber du kannst ja genauso gut auch die angucken, die halt noch nicht so weit sind wie du oder die eben noch weniger Reichweite haben als du, ne? Es wird auch immer Leute geben, die sozusagen in Anführungsstrichen schlechter sind als du. Also nur in Anführungsstrichen, ne? Weil es gibt kein besser, schlechter. Aber natürlich neigen wir dazu, immer zu gucken zu denen, die halt schon vor uns laufen und nicht zu den vielen Menschen, die vielleicht noch hinter uns sind, ne? Die vielleicht zu uns gucken und sagen, boah, ist die Person schon weit, da werde ich nie ankommen. Ne? Also vielleicht gibt es auch Leute, die dich beneiden und auf dich eben genauso gucken wie du auf andere. Und du erkennst gar nicht, dass du halt genauso jemand bist, auf den man neidisch gucken könnte. So, ne? Und darum, also ja, vergleich dich, wenn überhaupt, nur mit dir selbst. So alles andere bringt einfach nichts. Ja, wahrnehmen, was ist. Also gönn dir Zeit, dich einfach mit dir zu verbinden, ne? Mit dir zu schauen, wie fühlst du dich, was ist da gerade in dir, was ist gerade in deinem Leben, auch hier, auch diese Situation dir anzuschauen, ne? Was schwimmt denn da jetzt gerade weg? Ist es wirklich, ist es das wert, dass ich mich deswegen so in Schmerz und Kummer begebe? Oder weiß ich nicht insgeheim, dass das sowieso nicht das Richtige für mich war und dass ich doch noch so viele andere Möglichkeiten habe? Und schau genau hin, was gerade in deinem Leben ist und was da passiert und wo es dich hinführen könnte und wie sich das anfühlt. Ne? Deine Seele macht ja ihre Erfahrungen, um zu schauen, wie fühlt sich das an, diese und jene Erfahrung zu machen? Wie fühlt sich das an, diesen Weg zu gehen, diese Entwicklungsschritte zu machen? Ne? Und deswegen immer mal wieder innehalten, so wie ist das, ich zu sein? Wie ist das, den Weg zu gehen, den ich hier gerade gehe? So wie. Wie ist das so? Und das immer wieder zu schauen und zu reflektieren, kann dir helfen. Und der Fluss kommt, ja. Also geh mit dem Fluss des Lebens. Und sie steht ja hier auch in diesem Fluss drinne. Und klar, die Blüten fließen jetzt weg. Aber das soll dann auch so sein, ne? Das soll dann auch so sein. Diese Blüten sind dafür bestimmt, jetzt eben flussabwärts zu treiben und zu schauen. Also für die Blüten sozusagen geht es jetzt weiter und die gucken, wo werden sie jetzt eben hingetrieben. Aber du stehst ja noch an deinem Punkt und du kannst schauen, okay, was machst du jetzt aus der Situation oder wo treibt der Fluss dich eigentlich hin, ne? Wo geht es für dich jetzt weiter? Und der Fluss des Lebens hält ja auch für dich noch neue Überraschungen bereit und wird dir auch eben neue Möglichkeiten offerieren. Und das, was jetzt gerade wegschwimmt von dir, brauchst du nicht. Das nimmt der Fluss dir nicht aus Boshaftigkeit weg, sondern weil du es einfach nicht brauchst. Es gehört nicht zu dir. Es gibt Neues, was in dein Leben kommen wird und was viel, viel, viel besser zu dir passt und zu dem, was du vorhast. Also vertraue dem Fluss des Lebens, dass er dir nichts wegnimmt, sondern dass er dir nur alles schenkt, was du wirklich brauchst. Dann kommt das Herzchakra. Ich bin dankbar. Das Leben schenkt mir alles, was ich brauche. Ja, wie zur Bestätigung dessen, was ich gerade gesagt habe. Ne? Also vertraue wirklich darauf. Du kannst dankbar sein für all die Erfahrungen, die du schon gemacht hast, für alles, was da vor dir liegt, für alles, was du hast, für alles, was du gelernt hast, für alles, was du bist. Und vertraue darauf wirklich, dass das Leben dir alles schenkt, zu jedem Zeitpunkt, alles, was du wirklich brauchst. Und alles, was aus deinem Leben abfließt und verschwindet oder auch kaputt geht, brauchst du nicht. Es ist nicht nötig für deinen weiteren Weg. Also es geht nie irgendwas kaputt, was du noch brauchst. Und vertraue deinem Gefühl bei allem, was du tust. Achte auf deine Intuition, dein Innerstes, dein Gefühl kennt den Weg und weiß, was das Richtige für dich ist. Und vielleicht spürst du das innerlich in dieser Situation. Du weißt das, was da weggeht. Brauchst du eigentlich nicht und dass da noch was Neues auf dich wartet und dass es darum geht, es einfach nur loszulassen und weiter nach vorne zu schauen.
Du hast ja diese innere Weisheit in dir, die das schon ganz genau weiß und die weiß, was das Beste für dich ist und wo es für dich lang geht und wie dein Weg ist und was dein Ziel ist und so weiter. Also verbinde dich mit dieser inneren Weisheit und vertraue diesem sanften, intuitiven Gefühl in dir, was dich leitet und was einfach weiß, was das Beste für dich ist. Ja, und auch wenn du merkst, wenn dein Gefühl dir sagt, irgendwas ist unstimmig für dich, macht dir keine Freude, stresst dich, macht dich krank, dann achte darauf und handle entsprechend, zieh deine Konsequenzen, ne, tu dir Gutes, folge dem, was ein gutes Gefühl in dir hervorruft und löse dich von dem, lass das wegschwimmen, was dir nicht gut tut, was dich krank macht, ne, oder was dich eben unglücklich macht auch. Lass das wegschwimmen, das brauchst du nicht. Und dann haben wir hier noch, ja, Achtung, Grenzen bewahren. Es wird aufregend und die Ernährung, ja. Also hier passend auch zum Vertraue deinem Gefühl auch, ne, was dein Körper gerade braucht, auch in Bezug auf Ernährung. Ne? Also, dass du schaust, wonach verlangt es deinem Körper. Also, wenn du irgendwie Heißhunger auf irgendwas hast, dass du darauf vertraust, dass es aus irgendeinem Grund jetzt gebraucht wird, selbst wenn es auf den ersten Blick vielleicht was Ungesundes zu sein scheint. Ich meine, klar, man kann dann immer noch hinterfragen, steckt da vielleicht jetzt auch irgendein Bedürfnis dahinter, was du stillen möchtest? Ne? Ist da vielleicht auch irgendeine Leere? Also gibt es da vielleicht noch irgendeine Psychosomatik, wenn du jetzt Lust auf irgendwas ganz Ungesundes hast? Aber vielleicht ist es auch wirklich, dass der Körper das jetzt einfach braucht aus irgendeinem Grund. Also da spür in dich rein, was sagt dir dein Gefühl? Ne? Ist das ein Verlangen, wo du hinschauen solltest, was halt irgendeine seelische Ursache hat, oder ist es wirklich, dass es vom Körper kommt und der Körper sagt, ich brauche das jetzt, ich möchte das jetzt haben. So, also weil es mir gut tut, ne? Genau, also da schau mal, was braucht es jetzt gerade im Bereich Ernährung, ne? Wenn du dich vielleicht aber auch sehr ungesund, sehr zuckerlastig oder so vielleicht ernährt hast die letzte Zeit, dass du dann wieder mehr Obst, Gemüse, gesunde Sachen eben einbaust. Ne? Also ja, da schau einfach mal, was brauchst du gerade, was tut dir gut. Das merkst du ja auch, nachdem du es gegessen hast. Ne? Wenn du dann merkst, irgendwie im Bauch grummelt es oder dir wird irgendwie übel oder du bist sehr müde und abgeschlagen oder so, dann weißt du, ah, das war jetzt vielleicht doch nicht so die beste Idee, das tut meinem Körper vielleicht doch nicht so gut. Also im Idealfall, ne, solltest du dich gut fühlen, solltest du dich fit fühlen, gestärkt, genährt, nachdem du etwas gegessen hast. Also schau wirklich, was braucht dein Körper. Ja, und Grenzen bewahren ist wichtig für dich, also dass du auf dich schaust und deine Grenzen achtest und bewahrst. Ne? Und wenn andere die übertreten wollen, wenn andere Menschen dir ne, auf irgendeiner Ebene zu nahe kommen oder deine Grenzen wirklich übertreten, dass du sagst, halt, stopp, ich möchte das nicht, das geht mir zu weit, ne, dass du dich abgrenzt von den Menschen, vielleicht auch von Energien, die du wahrnimmst oder ne, von den Problemen anderer Leute oder von was auch immer. Ne? Also da scheint etwas um dich herum zu sein und dir einfach zu nahe zu kommen. Und für dich ist es wichtig, dass du hier irgendwie einen Schutzkreis um dich ziehst sozusagen, ne? Also sei es energetisch oder sei es wirklich verbal, dass du sagst, nein, ne, hier, also nein sagen vielleicht auch einfach als etwas, was du üben darfst oder was du öfters mal integrieren darfst, wenn du merkst, dir ist irgendwas zu viel, zu stressig, zu viel Arbeit oder so, dass du eben lernst, nein zu sagen und deine eigenen Grenzen zu bewahren. Ne? Also wenn dein Körper sagt, es reicht, ich kann nicht mehr, es ist mir alles zu viel, ne? Dass du da wieder auf dein Gefühl hörst und die Konsequenzen eben ziehst und dann eine Grenze auch ziehst nach außen und sagst, ich kann nicht mehr, ich bin voll, ich nehme hier nichts mehr an oder ich gehe jetzt nach Hause, ich muss mich ausruhen, ich mache Pause, ich brauche Urlaub, was auch immer. Dass du da für dich einstehst. Ne? Und es wird aufregend in der nächsten Zeit. Also hier kommen, ne, vielleicht Dinge mit dem Fluss des Lebens in Bewegung, die es aufregend machen. Also da, ich denke, es ist eine positive Aufregung, die da auf dich wartet. Und da darfst du gespannt sein, vielleicht welche Veränderungen sich da für dich zeigen werden. Ja, somit sind das deine Botschaften jetzt für die kommenden Tage. Ich hoffe, es unterstützt dich und hilft dir weiter. Dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen.
Lass mir auch gerne ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat und natürlich ein Abo, falls du noch kein Abonnent bist, aber hier schon öfters mal reingeguckt hast. Ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du das Video auch teilst, wenn du das Gefühl hast, das kann auch andere Menschen unterstützen. Das hilft mir, dass der Kanal auch weiter wachsen kann. Und schau gerne auf meiner Webseite vorbei, stöber in meinen Angeboten. Vielleicht ist da gerade etwas dabei, was du gebrauchen kannst, was dich anspricht. Das würde mich auch sehr freuen. Und dann ja, freue ich mich auch darüber, wenn wir uns in den nächsten Videos wiedersehen und ich dich hier wieder begrüßen darf. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, ganz viel Glück, Erfolg und Spaß bei allem, was du tust. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.